angearbeitet hier, eine Taktik mit Disziplin, über 12 Runden zu boxen. Aber das sieht natürlich im Kampf dann ganz anders aus. Der Fight steht nach wie vor auf der Kippe. Natürlich haben sie viel ausgeglichen. Und man darf nicht vergessen, für José Luis Ferreira ist es eine Riesenchance. Er hat vor einem Jahr in Amerika ein Achtungszeichen gesetzt mit dem Sieg gegen Aaron Williams. Und er könnte hier natürlich heute in Deutschland noch einmal für Aufsehen sorgen. Schön nach der Aktion. Nach der Aktion von Herrera ist er eingestiegen. Genau das will Manfred Wolke sehen. Darf nicht mitschlagen. Nicht zu lange am Seil stehen. Aber war auch schön zu sehen, dass Lichina viel wegnimmt. Beweglich im Oberkörper, geht zur Seite, nimmt den Kopf mal ein bisschen runter. Schläge von Herrera sind so hart, die reißen auch die Deckung ein bisschen auf. Die Schläge von Herrera sind so hart, die reißen auch die Deckung ein bisschen auf. Gute Rechte, aber sofort die Antwort von Herrera. Da stand Lichina ein Tick zu lange, hat gewartet nach der eigenen Aktion. Und das wird sofort bestraft von La Pantera. Das sind Sachen, die kann man nicht lernen. Das ist Ringerfahrung. Da muss man eine Nase dafür haben. Und Riesenstimmung in Riesa. Und wir schauen in die Ecke rein. Lichina muss konsequent bei der Taktik des Trainers bleiben. Über die Führhand den Kampf bestimmen. Zu locken, zu fintieren. Nicht stehen bleiben, nicht mitschlagen. Aber Herrera ist es jederzeit zuzutrauen, diesen Kampf hier auch ganz schnell zu entscheiden. Die beide die Führhand ein bisschen hängen, versuchen das.
Spannend, wie sich beide wieder belauern und dann steigt Litsch hinein. Der IBF-Weltrangliste geschafft. Aber es soll natürlich nur eine Zwischenstation sein. Er möchte gern Weltmeister werden. Er will ein großer Champion sein. Er sagt selbst, ich bin bereit, jeden der Weltmeister, der Titelträger zu boxen. Aber zuvor muss er erstmal diesen schweren Brocken hier aus dem Weg räumen. Könnte jetzt ein, zwei Punkte vorne liegen, aber in diesem Kampf ist noch gar nichts entschieden. Und wie zur Bestätigung die Rechte von Herrera. Stand Litschina ein bisschen wackelig auf den Beinen. Nochmal die Rechte und da ist es passiert. Herrera am Boden. Und er wackelt noch auf den Beinen. Ist noch nicht wieder voll da. Der Kampf wird aber freigegeben. Litschina setzt nach. Das kann nicht mehr lange dauern. Schwer getroffen und der Kampf ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. Okay. Und es ist wieder ein Knockout. Herrera muss noch vom Cutman von Abraham Dervish gehalten werden. Und die Freude ist groß. Und ganz klar, dieser Kampf hat Nerven gekostet bei Manfred Wolke. Hier erst die Rechte von Herrera. Und dann hier diese kurze, trockene Rechte. Kam seitlich und dann setzt er entschlossen nach. Und das war der entscheidende Treffer mit der Rechten. Und danach war Herrera nicht mehr voll anwesend und völlig zu Recht bricht hier Howard Foster ab. Der Kolumbianer hatte keine Chance mehr, den Kampf für sich zu gewinnen. Und es kam am Ende so, wie es Manfred Wolke vorher gesagt hat. Du musst auf deine Chance warten. Du darfst nicht diesen Sieg, diesen Knockout erzwingen. Du musst dir Zeit lassen. Aber wir müssen auch ehrlich konstatieren, der Kampf hätte auch schon in der ersten Runde zu Ende sein können. Denn da war Litschina fast am Ende. Bemerkenswert, wie er sich dann aber wieder rausgezogen hat, wie er stabiler wurde